Live in Amsterdam. Ja, wir sind hier gerade live in Amsterdam und tun mit meinem Kollegen Guy in das Alien. Und ich präsentiere euch jetzt Smokey on Tour. Herzlich willkommen, meine treuen Smokey-Anhänger, zu einer neuen Folge Smokey on Tour. In dieser zwar belanglosen, aber doch äußerst attraktiven Folge werde ich euch in den Duisburger Zoo führen und dort werde ich einige Tiere nach Schönheit bewerten. Und nach diesem Trip, der natürlich voller Aufregung, Spannung und Nervenkitzel kaum zu übertreffen ist, werdet ihr sehen, wie es aussieht, wenn euer Smokey mal durch Düsseldorf tourt. Also viel Spaß dabei! Gerade für den Elefanten und ja, wir suchen heute die schönsten Tiere. Ich würde sagen, ja doch, Elefanten kriegen 5 von 5 Smokies. Ja, die kriegen 1 von 5 Smokies. Lecker. Ja, Tradition ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und Tradition wird soziologisch auch gesehen in einem Verbündnis zu einer Kultur. Und diese Tradition möchte ich auch pflegen. Wie in den vorherigen Smokey und Tour-Folgen, ihr kennt das ja schon gar nicht mehr anders, hat auch ein Star mitgewirkt, ein prominenter Stargast. Ja? Und diesmal war es Paul Breitner. Seht es selbst. Ja, das sind Zebras. Hier in Duisburg sind die eigentlich blau-weiß, aber hier sind sie noch naturecht schwarz-weiß und 5 von 5 Smokies. Ich feier die. Boah, ich habe so einen Hunger, aber ich muss unglaublich jetzt was fressen, aber richtig, ey. Also wir laufen hier die ganze Zeit rum. Aber ich habe noch nirgendwo einen Platz gesehen, wo man richtig fressen konnte. Und den suchen wir jetzt. Boah, ja komm. Sag mal, ist schon exotisch, ja. Aber schön nicht, wir suchen ja nach Schönheit. 2,5. Die Sonne strahlte herrlich am Himmel und Smokey war gut gelaunt. Plötzlich fiel ihm ein kleiner Reim ein, den er unbedingt loswerden wollte. So, jetzt kriegt er mal wieder ein, wie schon in Folge 2, einen Reim von mir. Da geht's so. Was guckt ihr so traurig? Der Smokey ist doch so froh. Er chillt mit seinem Homie hier im Duisburger Zoo. Ich bin mich ganz ehrlich, welcher Rapper geht in den Zoo und filmt das? Die meisten, die verbergen, dass sie auch gerne mal in den Zoo gehen. 5 von 5. Ja, wie die wenigsten bestimmt von euch überhaupt wissen werden, ich bin ein riesengroßer Naturfan und ich liebe es, in der Natur zu sein, wie man hier sieht. Ja, so, ich fühle mich hier daheim, die ganze Rap-Welt geht mir im Arsch vorbei. Ich bin lieber hier. Ja, die kriegen... Also wenn jetzt 6 geben würde, wäre es klasse bei uns, aber es gibt ja noch 5, die kriegen volle Punktzahl, 5 von 5. Ja Freunde, das nenne ich doch hier mal Natur. Die Autos zwischen den Löwen, den Zebras, den Giraffen, das ist doch schön, oder? Das war auf jeden Fall ein sehr gelungener Nachmittag im Duisburger Zoo.
Shoutout an die kleine Asiatin da im Minirock. Also die war schon ganz nice. Aber der Tag war längst noch nicht vorbei. Denn das schöne Düsseldorf musste mich noch ertragen. Ja, hier, wir sind gerade am Rhein, sehen da die Schiffe. Wunderschön hier, ich bin heute richtig gut drauf. Ich bin heute mit einem guten Fuß aufgestanden. Heute habe ich mir mal nicht die Haare gegelt, aber ich denke, es sieht trotzdem gut aus. Nicht? Ja, doch, 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 doch. Ich weiß auch nicht, was mich immer dazu treibt, aber mir fallen spontan immer sehr, sehr viele Reime ein. Und diese Reime handeln über Kummer, Schmerz, Hass, Liebe und Zärtlichkeit. Und einen davon habe ich für euch parat. Wir sind gerade hier in Düsseldorf und laufen am Rhein entlang. Und schau dir die Weiber an. Sie wollen auch so einen Mann. Perfektes Wetter heute. Heute in Düsseldorf. Nicht viel am Machen, ein bisschen am Chillen. Red Bull. Perfekt. Aber nun musste mal Klartext geredet werden. In der Innenstadt kündigte ich mein nächstes Tape, das Summer Tape, an. Mit den wichtigsten Infos und Hintergründen. What a dude, Player. Ich bin ziemlich cool, Player. Und meist nachts aktiv. Ah, Zugsprayer. Zurzeit mein Lieblingsrhyme von mir. Werdet ihr auf dem Summer Tape hören. Kommt am 30. Mai raus. Wird mega geil. Frei zu laden auf www.mcsmoke.de. Alter! Siehst du, die freuen sich auch schon. Gäste auf dem Summer Tape sind Lara Janine und Hirsch. Sonst keiner. Überraschung, Überraschung. Ich feature mich selber. Ja, das war's doch schon wieder mit Smokey on Tour. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß und ich konnte euch zu einem besseren Menschen machen. Und vergisst nicht, am 30. Mai droppt mein Summer Tape. Das wird euch sehr, sehr viel Spaß bereiten, das weiß ich jetzt schon. Sehr viele verrückte Lieder. Also ich kann es nur empfehlen. Bis dahin, macht's gut.